Geringe Literalität, funktionaler Analphabetismus, Zweitschrifterwerb. Das sind einige der Begriffe, die uns in der Fachliteratur begegnen. Was bedeuten sie? In der Leo Level 1 Studie 2018 wird mit dem Begriff der geringen Literalität auf Menschen verwiesen, die ein zu niedriges schriftsprachliches Niveau aufweisen. Grob betrachtet werden nach dieser Studie 6 Alpha-Levels definiert. Alpha Level 1 definiert Kompetenzen auf Buchstabenebene, Alpha Level 2 Kompetenzen auf Wortebene, Alpha Level 3 bezieht sich auf Kompetenzen zur Satzebene, Alpha Level 4 definiert Kompetenzen auf der Ebene einfacher Texte, die Alpha Level 5 und 6 definieren ebenfalls Kompetenzen auf Textebene, dort werden die Texte jedoch komplexer. Der Alpha Level 3 markiert die Grenze zwischen Literalität und geringer Literalität. Das heißt, dass eine Person mit einem schriftsprachlichen Niveau unterhalb von Alpha Level 4 als gering literalisiert gilt. Auf den ersten Blick erscheint nachvollziehbar zu sein, warum Literalität ab diesem Level definiert wird. Denn erst da können Menschen einfache Texte lesen und schreiben. Der Alpha Level 4 beschreibt allerdings schriftsprachliche Kompetenzen, welche Kinder gegen Ende der Grundschule beherrschen. Ob solche schriftsprachlichen Kompetenzen in allen Fällen auch zu einer Teilhabe an der Gesellschaft, am Arbeits- oder am kulturellen Leben befähigen, ist jedoch fraglich. Trotz dieser Problematik kann festgestellt werden, dass mit der Leo Level 1 Studie eine eindeutige Definition zum Begriff der geringen Literalität vorliegt. Gering literalisiert sind Menschen, die im Testverfahren der Studie den Alpha Level 4 nicht erreichen. Mit dem Begriff der geringen Literalität wird auch auf Kritik an Begriffe wie Analphabetismus oder Analphabet reagiert. Diesen Begriffen haftet nämlich eine defizitorientierte Sichtweise an, denn mit Analphabetismus wird das fokussiert, was nicht beherrscht wird. Zudem werden die schriftsprachlichen Schwierigkeiten personifiziert, wenn von Analphabet oder Analphabetin gesprochen wird. Insbesondere für eine Ansprache der betroffenen Personengruppen, zum Beispiel bei der Akquise von Kursteilnehmenden, sind diese Begriffe deshalb problematisch. Eine größere Schnittmenge zum Begriff der geringen Literalität weist der Begriff des funktionalen Analphabetismus auf. Als funktionale Analphabeten werden Menschen betrachtet, deren schriftsprachliche Kompetenzen für eine Teilhabe zu niedrig sind. Es wird also ein gesellschaftsabhängiges Mindestniveau zu den schriftsprachlichen Kompetenzen angenommen, unterhalb dessen funktionaler Analphabetismus vorliegt. Hier markiert die rote Linie dieses Mindestniveau. Der Verlauf dieser Linie zeigt außerdem an, dass die schriftsprachlichen Kompetenzen, die früher notwendig waren, heute nicht mehr dieselben sind. Mit der Zeit verändert sich das geforderte Mindestniveau innerhalb einer Gesellschaft. Menschen, deren schriftsprachliche Kompetenzen oberhalb des Mindestniveaus liegen, gelten als funktional alphabetisiert. Dahingegen sind Kompetenzen unterhalb des Mindestniveaus typisch für funktionalen Analphabetismus. Schauen wir uns dieses Beispiel an. Die schwarze Linie markiert hier die individuellen Kompetenzen einer Person. In diesem Fall bleiben diese nach dem Schulbesuch konstant oberhalb des vermuteten Mindestniveaus. Diese Person gilt deshalb als funktional alphabetisiert. Dabei wird mit dem Begriff funktional auf die Anwendungsorientierung von Schriftsprache verwiesen. Funktional alphabetisiert sind also Menschen, die ihre schriftsprachlichen Kompetenzen in für sie gesellschaftlich relevanten Handlungen einbringen können. Die Bedeutung von Funktionalität wird klarer, wenn der Begriff der Pseudoalphabetisierung betrachtet wird. Damit werden zum Beispiel in Kursen erworbene schriftsprachliche Kompetenzen beschrieben, die zwar geprüft werden können, die aber außerhalb des Kurses in der gesellschaftlichen Realität aus verschiedenen Gründen kaum oder gar keine Anwendung finden. Funktionale Analphabeten sind auch die Menschen, die erworbene Schriftsprachkompetenzen nicht in schriftsprachliches Handeln im Alltag umsetzen und dadurch ebenfalls Schriftsprache nicht für sich nutzen können. Schriftsprachliche Anwendungsfähigkeit ist somit ein wichtiges Kriterium, mit welchem funktional alphabetisiert von nicht funktional alphabetisiert unterschieden wird. In diesem Fall zeigt die schwarze Linie individuelle Kompetenzen an, die nur eine Zeit lang ausreichend waren.
Es ist der Fall einer Person, bei der die individuellen Kompetenzen nach Schulbesuch so niedrig sind, dass gesellschaftliche Entwicklungen, zum Beispiel die verstärkte Verwendung von Displays im Beruf, dazu führen, dass die Person in den Bereich des funktionalen Analphabetismus gerät. Diese Person wird gewissermaßen von der Entwicklung des gesellschaftlichen Mindestniveaus überholt. Im Falle von zugewanderten Menschen kann es sein, dass die schriftsprachlichen Mindestniveaus der Gesellschaft im Herkunftsland und im Zuwanderungsland unterschiedlich sind. Somit kann es durch Zuwanderung zu funktionalem Analphabetismus kommen. Es gibt aber auch Fälle, in denen sich die Kompetenzen über die Zeit negativ verändern. Dabei handelt es sich um Menschen, die das Schulsystem als funktional alphabetisierte Jugendliche verlassen, im Laufe ihres Lebens ihre Kompetenzen aber verlernen. Diese Gruppe wird als sekundäre Analphabetinnen oder Analphabeten bezeichnet. Die schwarze Linie veranschaulicht, dass die individuellen Kompetenzen durch ein Verlernen über die Zeit geringer werden. Sekundärer Analphabetismus kann vor allem Menschen betreffen, die nach Ende der Schullaufbahn nur über niedrige schriftsprachliche Kompetenzen verfügen. Das Verlernen findet vermutlich also nur dann statt, wenn die Kompetenzen ohnehin an der Grenze zum funktionalen Analphabetismus lagen. Die Gründe für ein Verlernen können darin liegen, dass in bestimmten Lebensphasen sehr wenige Angebote zum Lesen und zum Schreiben vorhanden sind oder auch dadurch, dass das Lesen und Schreiben vermieden wird. Ein Grund dafür kann sein, schriftsprachliche Schwierigkeiten zu verbergen. Das Problem fehlender Anwendungsmöglichkeiten kann auch bei zugewanderten Menschen vorkommen, etwa dann, wenn nach der Zuwanderung kaum noch Möglichkeiten gegeben sind, in der eigenen Muttersprache zu lesen und zu schreiben. In diesem Fall betrifft der sekundäre Analphabetismus die Muttersprache. Was kann am Begriff des funktionalen und des sekundären Analphabetismus kritisiert werden? Als Problem kann bewertet werden, dass es bis heute nicht gelungen ist, das schriftsprachliche Mindestniveau für die Gesellschaft eindeutig zu definieren. Außerdem wird mit dem Begriff des funktionalen Analphabetismus offenbar von einer weitestgehend homogenen Gesellschaft ausgegangen, in der für alle ein identisches schriftsprachliches Mindestniveau angenommen wird. Realistischer ist es, die Verwendung und Wichtigkeit von Schriftsprache in Bezug auf verschiedene Milieus innerhalb einer Gesellschaft zu betrachten. Das Mindestniveau variiert dann innerhalb einer Gesellschaft. Kommen wir zu einer weiteren Untergruppe, die mit dem Begriff primärer Analphabetismus bezeichnet wird. Primäre Analphabetinnen und Analphabeten sind Menschen, die über keine schriftsprachlichen Kompetenzen verfügen. In der Regel liegen die Ursachen hierfür darin begründet, dass ein Schulbesuch gar nicht oder kaum möglich war. Für Deutschland trifft das nur auf zugewanderte Menschen zu. Mit Blick auf didaktische Entscheidungen ist neben den fehlenden Kompetenzen im schriftsprachlichen Bereich ein weiterer wichtiger Aspekt zu berücksichtigen. Diese Menschen stammen möglicherweise aus einer wenig literalisierten Gesellschaft. Das heißt, dass bei dieser Gruppe ein natürlicher Schriftspracheerwerb möglicherweise kaum oder nicht stattgefunden hat. Zu diesem natürlichen Schriftspracheerwerb können alle schriftsprachlichen Erfahrungen gezählt werden, die Kinder bis zum 6. Lebensjahr machen. Und das sind viele. Durch den fehlenden oder sehr begrenzten Schulbesuch fehlt bei primären Analphabeten zudem eine schulische Sozialisation. Zur schulischen Sozialisation gehören beispielsweise das Lernen mit Hilfe moderner Hilfsmittel, zum Beispiel Lehrwerken, oder das Arbeiten in Kleingruppen oder im offenen Unterricht. Nicht zu der Gruppe der gering literalisierten Menschen bzw. funktionalen Analphabeten gehören jene Menschen, die in einem nicht-lateinischen Schriftsystem ausreichend alphabetisiert sind. Auf diese Gruppe wird mit dem Begriff Zweitschrifterwerb verwiesen. Zweitschriftlernende sind in einem nicht-lateinischen Schriftsystem, zum Beispiel im arabischen Schriftsystem, funktional alphabetisiert. Sie können deshalb nicht als schriftunkundig betrachtet werden. Da ihnen aber Kompetenzen im Umgang mit dem lateinischen Schriftsystem fehlen, finden sich Zweitschriftlernende oft in Alpha-Kursen wieder. Zweitschriftlernende stammen in der Regel aus literalen Gesellschaften und haben in vielen Fällen einen Schulbesuch erfolgreich absolviert.
Sie sind somit schulisch sozialisiert und verfügen über Kompetenzen im Lernen. Im Rahmen der Leo Level 1 Studie 2018 wurden auch Menschen untersucht, die selbst angaben, in einem nicht-lateinischen Schriftsystem gut alphabetisiert zu sein, gleichzeitig aber im Deutschen den Alpha Level 4 nicht erreicht haben. Diese Gruppe wird als gering literalisiert im Deutschen bezeichnet. Die Begriffe Zweitschrifterwerb und geringe Literalität im Deutschen beziehen sich somit auf ähnliche Gruppen von Erwachsenen. Zum Abschluss und im Sinne einer Zusammenfassung lässt sich sagen, dass die Gruppe der primären und sekundären Analphabeten sowie die Gruppe der pseudoalphabetisierten Menschen innerhalb der großen Gruppe der gering literalisierten Menschen bzw. der funktionalen Analphabeten liegt. Im Deutschen gering literalisierte Menschen bzw. Zweitschriftlernende gehören aber nicht dazu.